Ja, kurze Frage, kurze Antwort. Eine Frage, die häufig gestellt ist, ist, wann und vor allem was kann ich nach einem chirurgischen Eingriff wieder essen? Hierzu sind zwei Dinge zu beachten. Essen sollte man vor allem erst dann, wenn die Betäubung nachlässt, damit man sich nicht unbeabsichtigt auf die Lippe oder in die Wange beißt oder gar verbrüht. Wenn man merkt vom Kreislauf, man unterzuckert leicht oder man hat Durst, kalte Getränke gehen natürlich schon. Man kann auch im Zweifel einfach ein Stück Schokolade in diesem Fall lutschen, um den Blutzuckerspiegel wieder anzuheben. Ansonsten empfehlen wir natürlich Speisen, die möglichst wenig aggressiv sind, also eher nicht zu scharf, nicht zu sauer, weich zu kauen und dann natürlich auch Speisen, die sich in der Wunde wenig verfangen. Ideal sind da zum Beispiel Nudeln mit Tomatensoße, die man durchaus auch mal durchkochen kann. Die sind auch ausreichend kalorienhaltig. Der Körper braucht bei einer Wunde Kalorien, um heilen zu können. Reisprodukte eignen sich meist weniger, weil sie in die Wunden vielleicht auch reinfallen können, schlecht zu entfernen sind. Alternativ zu Nudeln bieten sich auch Quarkspeisen an, weicher Toast. Alles Dinge, die durchaus gehen. Ansonsten gilt natürlich immer der persönliche Geschmack. Und im Zweifel können Sie uns gerne ansprechen, beziehungsweise lesen Sie auch nach in dem Flyer, den wir Ihnen nach einem Eingriff immer mitgeben. Vielen Dank. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kurzes Like freuen.